hat auch im Ausland Schlagzeilen gemacht. Erik Baumann hat immer wieder öffentlich über sein Leben mit der Diagnose Hirntumor geschrieben und geredet, auch bei unserem Talk täglich. Letzten Freitag ist der renommierte Tagesjournalist im Alter von 38 gestorben. Im Bericht von Dana Gablinger denken seine Arbeitskollegen, Freunde und Familie nochmal zurück an ihn. Noch kann es niemand richtig fassen. Weder Erik Baumann, seine beste Freundin Miriam, noch sein Bruder Dominik. Wenn ich denke, ich bin irgendwie vor einem Monat oder so, bin ich noch mit meinem Josef kurz Mittagessen. Und ich kann mir auch schon anrufen, sagen, du hast Zeit und so. Und dann ist einfach nicht mehr da. Der 38-jährige Erik Baumann, Wirtschaftsjournalist beim Tagesanzeiger, erkrankt vor 4 Jahren an einem tödlichen Hirntumor. Die Ärzte geben ihm noch wenige Wochen bis wenige Monate. Er kämpft erfolgreich 4 Jahre gegen seine Krankheit und erzählt ihm tagtäglich von sich und dem Umgang mit dem Krebs. In seinem Buch «Einen Sommer noch» beschreibt er seine Gefühle. Der eine Fuß ist auf einem Felsen, wo ich mir denke, hey, ich muss mich darauf einstellen, dass ich bald sterbe. Und der andere Fuß ist auf einem anderen Felsen, wo ich eher finde, jetzt habe ich 4 Jahre hinter mich gebracht, trotz all diesen Statistiken. Jetzt wollte ich die Hoffnung sicher nicht aufgeben. Und zwischen denen ist irgendwie ein Abgrund. Für Miriam Kählin, die Erik seit 10 Jahren kennt, bleiben viele wunderschöne Erinnerungen. Die Freude am Leben einfach, die hat er einem mitgeben können. Und so hat er uns alle immer viel Freude und Spass und Kraft gebracht, eigentlich schon immer. Auch auf der Redaktion war er ein gut geschätzter Kollege, wie der Stefan Eiselin sagt. Er hat sich wirklich für alles interessiert. Das Zweite ist, wie genau er alles wollte wissen. Also das ist im Leben und im Beruf. Er ist wirklich hinter alles extrem tief gegangen, hat gebohrt, so wie das die Leute zum Teil fast genervt hat, aber im positiven Sinn, oder? Weil er es einfach wollte wissen. Erik Baumann ist am 4. August ins Spital gebracht worden und 17 Tage später gestorben. Bis zum letzten Moment hat er gehofft. Gehofft, dass er weiterleben darf. Vor 2 Wochen im Spitalbett habe ich gesagt, Erik, du bist der beste Bruder, den ich mir vorstellen kann. Und seine Reaktion ist? Sind Tränen ausgebrochen. Am Freitagnachmittag findet die Abdankung von Erik Baumann statt. Am Abend organisieren die Familie und Freunde dahin auf der Josefswiese zu seinem Gedenken dann ein Abschiedsfest. Für Tele Zürich, Dana Gablinger.